Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge auf dem Kanal und heute wollen wir mal die Weltmeisterschaft 2022 hier simulieren, die dann Sonntag starten wird. Und wir fangen einfach mit dem ersten Gruppenspiel an, Katar gegen Ecuador. Ich tippe darauf, dass Ecuador gewinnt. Mit einem 2-1, hätte ich jetzt wirklich tatsächlich gedacht, aber es läuft wieder nicht. Als nächstes Spiel haben wir England gegen den Iran. Ist auch interessant. Aber England 2-1 nur. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, was denkt ihr eigentlich, wer gewinnt? Was wird Niederlande hier gewinnen? Was denkt ihr, wer gewinnt die WM? Ich würde tatsächlich. Oh, Senegal. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, Argentinien. Aber ich sage jetzt nicht Argentinien, weil jeder das sagt. Ich sage Argentinien, weil ich das wirklich persönlich glaube. Und weil ich das einfach auch schon 2 Wochen glaube. Okay, jetzt haben wir schon drauf gespielt. Argentinien gegen Saudi-Arabien. 3-1. Ist doch stabil. Frankreich gegen Australien. 2-2. Okay. Erwarte ich alles nicht hier, sondern dass das so knappe Ergebnisse sind. 2-0 Mexiko, okay. Das könnte durchgehen, das ist richtig. Dänemark gegen Tunesien. Ich denke, ja, Dänemark. Ist auch gleich das erste Spiel von unserer Gruppe schon kommen, oder nicht? Das dient das nächste eigentlich schon. Denke ich jetzt eigentlich schon. Spanien gegen Costa Rica ist das erste in unserer Gruppe. Und das ist krass. Das ist, denke ich, ein spannendes Spiel. Und jetzt Deutschland gegen Japan. Okay, Leute. Zeit der Wahrheit. Das erste Spiel muss gewonnen werden, sonst wird es richtig, richtig gefährlich knapp in unserer Gruppe. Und. Okay, gut. Okay, gut. 3-0. Das ist gut. Das ist gut. Marokko gegen Kroatien. Kroatien, denke ich, holt das jetzt. Ja. Portugal gegen Ghana. Okay. Und das war jetzt der erste Spieltag. Boah. Das dauert mir alles ein bisschen lange hier. Ja, das wird lange dauern. Aber ja. Darauf habe ich halt jetzt fair eingelassen. Schweiz gegen Kamerun. Welche Gruppe ist das denn jetzt? Was ist das hier? Ich habe gar keinen Plan, welche Gruppe ich gerade schwebe, keine Ahnung. Dann werden wir am Ende mal gucken. Wales gewinnt gegen Iran. Abzusehen. Wales ist eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Katar gegen Senegal. Senegal wird die abziehen. Obwohl das 1-0 ist noch nicht mal so krass. Irlande gegen Ecuador. Irlande holt das. Ja, auch wieder knapp. England gegen die USA. England. Oh, wow. Oh, McKennie ist tot. Aber, das hätte ich nicht gedacht. Dann ist USA eigentlich schon in der K.O.-Runde. Ist mir auch sehr oft aufgefallen, dass, als ich die Weltmeisterschaft hier gespielt habe, dass die USA sehr oft in die K.O.-Runde gekommen ist. Das ist krass. Ohne Saudi-Arabien beide 0 Punkte. Okay, Polen. Knapp, Digga, Lewandowski hat mir über den Arsch geredet. Dänemark gegen Frankreich. Ich denke Dänemark. Frankreich gefällt mir momentan nicht so. Okay, doch. Frankreich. Sehr knapp. Alles so knappe Ergebnisse hier, Argentinien. Argentinien ganz klar.
Gar keine Frage. Unentschieden, okay. Costa Rica gegen Japan, das wird ein Sieg für Costa Rica. Ja. Marokko gegen Belgien. Belgien. Hey, das sind überraschende Ergebnisse hier. 2-2 ist auch nice. Kanada gegen Kroatien, das ist aber klar für Kroatien diesmal. Ja, oh, auch wieder knapp letzte Minute praktisch. Deutschland gegen Spanien, das ist jetzt ein wichtiges Spiel. Gewinnen wir es zum Beispiel in der K.O.-Runde, verlieren wir es oder unentschieden, müssen wir dann gucken, wie es gegen Costa Rica ausgeht. Aber ich tippe auf Spanien. Ehrlicherweise, ich tippe auf Spanien. Unentschieden, ja. Okay. Ich denke, damit würde der gute Hansi Flick noch leben können. Kamerun gegen Serbien. Das Kamerun. Serbien. Ich dachte jetzt Kamerun allein schon wegen diesem verfickten Choupo-Moting, Alter. Der mir jedes Spiel ruiniert, wenn ich gegen Kamerun spiele. Ja, auf jeden Fall Korea. Okay, okay. Krasse. Also, echt. Viele unerwartete Ergebnisse. Weil alles hier so unerwartet ist, gehe ich jetzt einfach auf Schweiz. Okay, scheiße. Uruguay gegen Portugal. Oh, das ist krass. Ich habe gerade mal Suarez gesagt. Ich bin noch. Okay, ich bin für Portugal. Ich denke, die gewinnen. Ja, easy. Ronaldo, 2 Tore. Das ist schon letzter Spieltag. Ecuador gegen Senegal, das ist Senegal. Unentschieden. Krass! Das ist richtig so niederlassig. Nicht qualifiziert. Obwohl, na, die Spinner jetzt noch. Ne? Ja, okay, Niederlande hat sich doch qualifiziert. England, ganz klar. Wo würde ich fühlen, wenn Wales jetzt besiegt? 1-1. Scheiße, Mann. Ich hätte es geil gefunden, wenn Wales zweiter Platz wird, aber kacke, Mann. Ja. USA. Sind ja aber sogar schon im Finale, im Achtelfinale. Aber ne, hat nicht ganz so funktioniert. Das wird Frankreich gewinnen. Ja, auch wieder knapp. Australien gegen Dänemark. Und gegen Argentinien, das wird Sieg für Argentinien. Ja, knapp. Leute, haben wir gegen Mexiko, Mexiko. Mexiko gefällt mir schon wieder dieses Jahr. Die gefallen mir echt dieses Jahr wieder. Die sind echt gut. Die sind echt gut drauf. Natürlich. Das war auch letzte WM schon so. Das könnte was werden. Zumindest Viertelfinale, da sehe ich die. Also erstmal hat sich Mexiko jetzt überhaupt qualifiziert. Ja, okay, doch. Mexiko sogar erster in seiner Gruppe. Krass. Kroatien gegen Belgien, ich denke. Ja, doch, Kroatien. Ja, ich kann der Gesamtnote der Kroatien ein bisschen besser. Costa Rica gegen Deutschland, das ist ein enorm wichtiges Spiel. Das muss jetzt Deutschland gewinnen. Unentschieden wird es auch machen, aber boah. Das jetzt müsste doch eigentlich, wenn nicht jetzt alles schief geht. Aber Deutschland hat Glück, oh! Die Tordifferenz mit Deutschland und Spanien ist sogar gleich. Aber Deutschland richtig Glück. Okay.
Deutschland hat sich noch qualifiziert. Costa Rica Erster. Das hätte ich am. Oh nein. Deutschland wird sich wahrscheinlich noch nicht qualifizieren, weil Spanien und Japan spielen jetzt erst. Das war's dann mit Deutschland. Das Ticket fürs Achtelfinale, würde ich sagen, geht dann jetzt flöten. Ja, Deutschland ist damit offiziell nicht im Achtelfinale. Ihr seht's hier. Und tut mir leid an die deutsche Nationalmannschaft, aber genau da sehe ich die auch momentan. Das könnte wirklich eine richtig gefährliche Gruppe werden. Ich denke nicht, dass sie das gewinnen. Ghana gegen Uruguay, Uruguay. Kamerun gegen Brasilien. Brasilien auch bisher nur 4 Punkte. Auch wieder richtig knapp. Serbien hat sich qualifiziert. Noch nicht. Kauf es für Serbien, Serbien. Ja, Serbien hat sich qualifiziert. Okay. Wir sind im Achtelfinale und ich gucke mir jetzt einfach mal an die Achtelfinale. Okay, wir haben einmal Senegal gegen England. Ich denke, England gewinnt das. Oh. Sorry, Mexiko gegen Dänemark. Ich denke, Mexiko. Immer Brasilien gegen Uruguay. Das wird Brasilien gewinnen. Spanien gegen Kroatien wird Kroatien gewinnen. Frankreich, Argentinien, USA gegen Niederlande, würde ich sagen. Niederlande. Belgien gegen Costa Rica. Belgien und Portugal gegen Serbien. Portugal. Vermutungen nur. Okay. Ist es Elfmeterschießen? Bei England hat du. Jetzt ist es spannend, weil beide Teams sind sehr ebenbürtig. Und Mexiko, wie ich sagte. Frankreich gegen Argentinien. Komm. Frankreich, scheiße. Das gönne ich denen gar nicht. USA gegen USA gegen Niederlande. Yo. Okay. Niederlande. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich verklickt. Anstoß Niederlande. Komm. Oh, wow. USA, okay. Haben mir sogar 2 Spielern gefehlt und die haben trotzdem gewonnen. Krass. Spanien gegen Kroatien. Kroatien, hab ich ja schon gesagt. Hey, ja. Brasilien gegen Uruguay. Brasilien. Hi. Das ist unerwartet. Belgien gegen Costa Rica. Belgien. Auch wieder Verlängerung. Ist Portugal gegen Serbien? Ich hoffe für Serbien. Weil es wird realistisch Portugal easy. Scheiße, ja, Verlängerung Ronaldo. Für Serbien. Gut gemacht, aber. Jetzt sind wir für das Finale und jetzt wird es spannend. Gucken wir uns nochmal an. England und Mexiko, das wird England gewinnen. Spanien gegen Uruguay, denkt Spanien. Frankreich, USA, Frankreich und Belgien, Portugal, würde ich sagen. Portugal. Okay, jetzt diesmal denke ich, hat die USA keine Glückssträhne mehr. Ich würde sagen, der Schutzengel der USA ist aufgebraucht. Und ja, Frankreich gewinnt. War auch wieder knapp. England gegen Mexiko. England easy, vor allem auch, weil dieser Stürmer da fehlt bei Mexiko. Ja, wieder Elfmeterschießen. Glück gehabt. Glück gehabt, ihr Wichser. Engländer. Belgien gegen Portugal, Portugal. Auch wieder Verlängerung. Knappe Spiele. Jetzt kommen wir zum. Noch doch nicht, doch schon Halbfinale. Spanien gegen Uruguay. Spanien.
Da haben wir unsere Halbfinalen. Einmal Frankreich und Belgien und England und Spanien. Das Gefühl, die Halbfinalen sind sehr ähnlich zu 2018. Ja, ja, Spanien, das habe ich mir gedacht. Frankreich und Belgien. Das wird easy. Frankreich. Ja. Wieder schießen. Willkommen zum Spiel um den Topf. Also okay. England. Das interessiert aber keinen, das Spiel. Ja. Und jetzt das Endspiel. Das Finale, Leute. Spanien gegen Frankreich. Schreibt jetzt in die Kommentare rein, wer ihr denkt, wer das gewinnt. Und ich werde die Schnellsimulation starten in 3, 2, 1. Ich denke, Frankreich gewinnt. Wir gucken. Ja, und damit ist Frankreich der Weltmeister. Wieder. Aber ja, die sind Weltmeister. Das denke ich nicht, dass das passieren wird. Aber laut FIFA ja. Merkt euch das Video. Und ja, sehen wir dann. Ciao. Ja, ciao.